Deutschland verschärft Grenzkontrollen zur Eindämmung irregulärer Migration. Ukraine. Ministerpräsident kündigt neue Prioritäten an. Deutschland hat seine Grenzkontrollen verschärft. Es wurden vorübergehende Kontrollen an allen Grenzen eingeführt, so Innenministerin Nancy Faeser. Sie sagt, dies sei ein Versuch, die irreguläre Migration zu begrenzen. Bis wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir an unseren nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren. Diese Kontrollen ermöglichen auch effektive Zurückweisung. An den Landesgrenzen zu Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien und Dänemark werden für einen Zeitraum von 6 Monaten vorübergehende Grenzkontrollen eingerichtet. Die gleichen Maßnahmen gelten bereits an den Grenzen zu Polen, der Tschechischen Republik, Österreich und der Schweiz. Der europäische Schengen-Raum ermöglicht den freien Reiseverkehr zwischen den Mitgliedsländern. Die Mitgliedstaaten dürfen jedoch Grenzkontrollen einführen, wenn sie der Meinung sind, dass die innere Sicherheit gefährdet ist. Faeser fügt hinzu, dass die Regierung die Europäische Union bereits über die geplante Kontrollen informiert habe. Deutschland schließt EU-Grenzen. Die neu eingeführten Grenzkontrollen in Deutschland könnten jetzt dem langjährigen Schengen-Projekt schaden. Der europäische Raum der offenen Grenzen garantiert seit 1985, dass Europäer ohne Grenzkontrollen zwischen EU-Mitgliedstaaten reisen können. Vorübergehende Grenzkontrollen haben auch andere Schengen-Mitgliedstaaten in den letzten Jahren eingeführt, beispielsweise Österreich, Slowenien, Italien, Norwegen und Frankreich. Instabile Migrations- und Sicherheitsprobleme sowie Terrordrohungen seien Gründe für die Grenzkontrollen. This is yet another nail in the coffin for Schengen, because for so many years we've been seeing countries notifying to the European Commission their intention to introduce controls at the border. Most of these notifications had to do with a particular situation, which might be linked to terrorism, which might be linked to the COVID situation. But all of a sudden now we see that this is a political decision. Kritiker sehen den deutschen Schritt als eine Reaktion auf den zunehmenden Erfolg rechtsextremer, migrationsfeindlicher Politiker. Die neuen deutschen Grenzkontrollen sind aktuell auf 6 Monate befristet. In den Niederlanden hat die rechtsextreme PVV ebenfalls Grenzkontrollen gefordert. People in Germany, as well as in the other countries in Europe and the German government, they cherish the Schengen Acquis. What we do is that we use the possibility of the temporary border controls that are put in place now for a short period of time. 435 Millionen EU-Bürger nutzen den Schengen-Raum. Alle EU-Länder, mit Ausnahme von Zypern und Irland, sowie Nicht-EU-Staaten Island, Norwegen, Schweiz und Liechtenstein sind Teil des Schengen-Raums. Papst Franziskus ist nach Singapur gereist, die letzte Etappe seiner Asienreise. Das war eine der längsten Reisen, die ein Oberhaupt der katholischen Kirche je unternommen hat. Papst Franziskus reiste von Timor-Leste, einem Land mit hoher Armut und Arbeitslosigkeit, in die Finanzmetropole und eine der reichsten Nationen der Welt. Während seiner Reise wird er mit dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten von Singapur sowie anderen Regierungsvertretern zusammentreffen. Der Höhepunkt seiner Reise wird eine öffentliche Messe im Nationalstadion sein, das 55.000 Zuschauer zulässt. Im Jahr 2021 feierte die katholische Kirche in Singapur ihr 200-jähriges Bestehen. Die Diözese Singapur wurde 1972, 7 Jahre nach der Unabhängigkeit Singapurs, gegründet. Die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl wurden 1981 aufgenommen. Während seiner Tour durch Asien besuchte Franziskus auch Indonesien und Papua-Neuguinea.
Energie, Bildung und Verteidigung. Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal hat auf einer Pressekonferenz am Dienstag die Prioritäten der neuen Regierung bekannt gegeben. Близько 40 мільярдів гривень цього року ми профінансували власне на створення і будівництво фортифікацій власне в третій лінії. Die Regierung arbeite an der Dezentralisierung des Sektors, um die Energieversorgung für Bürger zu verbessern und um sich auf einen weiteren schwierigen Winter vorzubereiten. Zunächst liegt der Fokus auf der Region Charkiw. Ми зосередились на Харкові, Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там ТЕЦки, всі, які були навколо Харкова, які утримували Харків, і ми завозимо туди мобільні котельні, невеличкі, 1-мегаватні котельні. Schmyhals Pläne wurden nach der größten Umstrukturierung der Regierung seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine bekannt gegeben. Die Europäische Kommission hat 2 Gerichtsverfahren gegen die Tech-Riesen Apple und Google gewonnen. Nun muss Apple 13 Milliarden Euro an Steuern an Irland zahlen, entschied der Europäische Gerichtshof. Damit hob er ein früheres Gerichtsurteil auf und entschied, dass Irland in den Jahren 1991 bis 2014 zu wenig Körperschaftssteuern von Apple verlangt hatte. Ireland granted Apple unlawful aid, which Ireland now has to recover. Few member states were relying on tax rulings and aggressive tax planning arrangements to become a more attractive destination for multinational investment. This harmed other member states and the European taxpayer, of course. Apple widerspricht in einer Erklärung dem endgültigen Gerichtsurteil und sagt, dass es nie ein Sonderabkommen gegeben habe. Das US-Unternehmen ist der Ansicht, dass die Kommission versucht, die Regeln rückwirkend zu ändern und zu ignorieren, dass Apple bereits Steuern in den USA gezahlt hat. Oxfam wiederum sieht das Urteil als einen Fall von Steuergerechtigkeit, von dem nicht nur kleine Unternehmen profitieren werden, sondern auch die EU-Bürger. We are just talking about fair taxation. When a company like Apple paid 0.005%, this is unfair. There is no European citizens, maybe some billionaires, that pay so few taxes. So I think it's really an issue of a level playing field. We should pretend companies and also wealthy individuals to pay more. These are not profit then that go into investment. Darüber hinaus bestätigte der Europäische Gerichtshof eine 2017 von der EU-Kommission verhängte Geldbuße gegen Google. Nun muss Google 2,5 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil es seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen ganz oben anzeigt. Das spanische Parlament wird über die Anerkennung von Edmundo González als rechtmäßigem Sieger der Präsidentschaftswahlen in Venezuela abstimmen. Vor dem Parlament in Madrid haben sich zahlreiche Menschen versammelt, um den von der spanischen Volkspartei eingebrachten Vorschlag zu unterstützen. No tenemos libertad dentro de ni estado de derecho dentro de Venezuela, por eso pedimos a todo el mundo que nos ayude a reconocer a nuestro presidente electo y poder hacer la transición que tanto necesita Venezuela. Esta lucha es de todos, es de los ancianos, es de los adultos mayores y es de nosotros, de los jóvenes, no solamente por nuestro futuro, sino también por el futuro de las generaciones venideras. Der Oppositionsführer, der nach eigenen Angaben die Wahl vom 28. Juli gewonnen hat, trat gegen den amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro an, der ebenfalls den Sieg für sich beanspruchte. Aufgrund eines Haftbefehls floh González ins Exil, nachdem ihm Spanien Asyl gewährt hatte. Es war ein schwerer Schlag für diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Ende der 2 Jahrzehnte andauernden Einparteiherrschaft gesetzt hatten. Toni Nadal ist der wohl erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Tennis. Sein Neffe, Rafael Nadal, hat unter seiner Leitung 16 Grand-Slam-Titel gewonnen. Toni Nadal reist regelmäßig im Sommer zum Rafa Nadal Tennis Center im Sunny Resort in Chalkidiki, Griechenland.
Dort wird Tennistraining vom Feinsten angeboten. Das Center ist Teil der Rafa Nadal Academy, welche ihren Sitz auf Mallorca hat. Euronews hat sich in Chalkidiki mit Toni Nadal über seine Philosophie als Top-Trainer unterhalten, sowie darüber, wen er für den besten Tennisspieler aller Zeiten hält. We had some problems with the director. Who played better was the Federer. Who is the best? Djokovic. Duration, you mean? Yes, because Djokovic won more titles than the others. Who could be the best without injuries? My nephew. But he has injuries. At the end, the best is Djokovic. But in my opinion, what I have seen on court when Federer play, no one did. So you think that a good tennis player, a champion, is born or is made through hard work? To be number one is born. You born with talent, with a good talent, with a natural talent, but at the same time, you need to work hard, because only with the natural talent normally is not enough. Of course, it's very difficult to achieve the goals that Federer can achieve, or it's very difficult to be Messi. It's almost impossible, but you can be a very good tennis player, or you can be a very good football player when you are willing to work very hard.